Diego kommt aus dem Staunen nicht heraus. So ein Auto hat er noch nicht gesehen. In den schnellsten und teuersten Luxuskarossen ihres Hauptsponsors durften die VfL-Profis einmal richtig Gas geben, fernab vom Bundesliga-Alltag. Der Anfang war ganz schön schwer, vor allem die erste Runde. Wir sind drei gefahren mit dem Bugatti. In der ersten Runde war das mit dem Speed sehr kompliziert, aber danach war es gut. Wir haben viel über das Auto geredet, war alles sehr schön. Wenn du schneller fährst, bekommst du viel Adrenalin und vielleicht ein bisschen Unsicherheit. Deswegen, jeder hat eine Reaktion, aber das macht sowieso Spaß. Neben einem Sicherheitstraining auf nasser Fahrbahn, einem Bremstest und einer Geländeübung fuhren die Profis auf der Teststrecke bis zu 300 Sachen. Mit viel Gefühl und Leidenschaft. Genau das, was die Mannschaft in Mainz in letzter Konsequenz vermissen ließ. Den Adrenalinschub auf der Teststrecke wollen die Wolfsburger nun ins Spiel gegen Hertha BSC mitnehmen. Das Schwerste ist, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Ich hoffe, dass wir gegen Hertha so schnell spielen, wie wir in den Autos gefahren sind. Klaus Allofs und Dieter Hecking hatten an der etwas anderen Vorbereitung mindestens genauso viel Laune wie die Spieler. Insbesondere der VfL-Trainer ist nach eigener Aussage ein leidenschaftlicher Autofahrer. Der bisherige Saisonverlauf hat ihm gar nicht gefallen. Gegen Hertha nimmt er sein Team in die Pflicht, auch wenn er warnt vor dem Aufsteiger. Ich glaube, dass die Hertha auf einem guten Weg ist. Jos Luhukay macht einen richtig guten Job. Ja, und sie sind lange ungeschlagen. Ja, und das ist natürlich, das prägt diese Mannschaft, sie hat Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich zu Hause unser Heimspiel gewinnen. Das ist eigentlich ganz normal. Wenn das nicht gelingen sollte, wird es in Wolfsburg schnell wieder ungemütlich. Und so fröhliche Gesichter wie hier würde man eine Zeit lang nicht mehr sehen.